drin. Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden. Das würde ich nicht empfehlen. Die thermischen Signaturen weisen darauf hin, dass die Kammer voller Seeker-Schwärme ist. Mordins Gegenmaßnahme kann sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Was ist mit Biotik? Könnten wir nicht ein biotisches Feld generieren, das sie davon abhält, uns zu nahe zu kommen? Ja, ich halte das für möglich. Allerdings nicht für alle. Aber ein kleines Team bringen wir durch, wenn alle dicht bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Ja, ich persönlich würde die Person nehmen, die meiner Meinung nach auch die größte Biotik kann, nämlich Samara. Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Ach du Scheiße. Würde sagen, Garrus hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Ich beschäftige die Verteidiger. Sie schleichen hinten vorbei. Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssten bei Ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Sie werden es ohne Hilfe nicht schaffen. Ich gebe Ihnen jemanden mit. Ja, und zwar der gute Mordin, der wird sich um Sie kümmern. Joker, brauche die Position der Landezone. Treffe Sie dann dort. Jeder hat seine Aufgabe. Los geht's. Haha, geht doch. Ja, Mordin ist jetzt permanent weg. Der geht nicht mehr. Na dann. Es geht los. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Natürlich. Aber ich glaube, das Scharfschützengewehr kann ich mir jetzt erstmal sparen. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. Ja, toll. Sind Sie bereit? Gehen wir, Commander. Wir sind immer bereit, also weiter geht's. Feind greift an! Direkte Intervention ist notwendig. Ich sag Bescheid, wenn wir weiter können. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Übernehme Kontrolle. Also, hier sind die Vorboten. Ja, ja, die Vorboten, ihr wisst ja. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit. Es kann losgehen, Commander. Ah, geht jetzt von selbst los. Schön. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Alright. Reise Energie in Schilderung. Ich weiß, dass Sie das schon. Ja, ich hoffe, du spürst auch was.
Deckung im Arsch. Dauert mir zu lange. Ja, schöne Grüße vom Scharfschützen. Ich zerbreche mich. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie... Wir können weiter. Gehen wir. Kommt mit, ihr zwei. Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Ihr zwei, kommt mal besser hier ran. Ziehe mich zurück, Commander. Ja, hast sind hier wirklich die Pest. Perfekt. Ja, bei Gero scheint es wirklich gut zu sein. Wir wurden entdeckt. Klar. Schon wieder Husks. Nur zwei. Ich halte durch, solange ich kann. Oh oh, Sam scheint langsam zu schwächeln. Verdammte Scheibe. Okay, Sam. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Lauf. Und erstmal schön unten, du kleiner Kerl. Du auch. Los. Geros muss mir so eine Angst einjagen. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Mordens Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste.
Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edi, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis die zu Ihnen durchbrechen. Eine Nachhut könnte diese Position verteidigen und dafür sorgen, dass die Kollektoren uns nicht überwältigen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht, Shepard. Alle anderen sollen sich hier einbunkern und Ihnen den Rücken frei halten. Ach du Schande, Tja, dann wollte ich mal sagen, Tali und Joe. Wen noch? Das ist jetzt wirklich die Qual der Wahl. Ach, wir nehmen Legion noch mit. So. Ich weiß nicht gerade ausgeglichen, aber was soll's. Ich bin bereit, Commander. Bereit. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Vielen Dank. Es war meine Ehre. Jetzt nochmal ein Stufenaufstieg, natürlich. Alright. Ein Amerikaner. Noch weniger. Es ist daneben. Ganz gerne Kontrolle übernehmen, Jungchen. Es gibt keine Lust. Meine Anführung wird jetzt schneller als der Tiger-Wasserboss. Unsere Macht ist unvergleichlich. Einer ist der Lady. Ich weiß, dass sie das spielen. Hat er gerade gesagt, ihre Macht ist unvergleichlich? Also, will er mich jetzt mit Komplimenten erledigen oder was? Na, dass ich da plötzlich nicht mehr umgehen kann. Oh. 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 Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier?
eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein. Oh nein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper.